Ja, vielleicht haben die keine Hobbys. Ach Nee, haben sie so, nicht. Das ist ja das geile Sau. Problem. Der Witz daran ist, dass sie sich über mich lustig machen und mich anlabern und dumm Pipi anmachen. Kaka, Pipi Kaka. Und der ist noch stolz drauf, weißt du? Der ist Ich stolz darauf, grüße dass er den acht, Chat. neun Mal hier Ich drinnen war und grüße acht, den neun Mal YouTube-Account, gebannt der das wurde. Ganze hier Und hochlädt, Alter. will, dass ich irgendwie dumm dastehe? Klar. Pff, Junge, Ja, Alter, beachte die was? nicht, scheiß Als die drauf. Ich Intelligenz mute und kann verteilt ihn wurde, war dazwischen der Typ gerade labern. scheiße, ne? Naja, Er es ist nimmt doch mich so. hoch. Mute ihn einfach nächstes Mal direkt. Gar nicht Ja, erst ist eigentlich. so, mute mich direkt, Ich dann hab kann ihn ich nochmal hier gemutet. drinnen bleiben und zuschauen. Das ist wie Kino, meine Freunde, wie Kino. Ist hier noch, der Rudi rotiert. Der Rudi rotiert, darum ist der Rainer so mit. Die Schwingungen, die übertragen sich, versteht ihr? Das ist so Doppler-Effekt und so. Leute, der Rudi rotiert. Jetzt sag doch mal was. Ich will mein Kino genießen hier. Ja, auf zu lachen, du Scheißmuller, Das Alter. Pipi Traurige daran ist, Kaka. dass er halt ernsthaft auch noch glaubt, Rainer, gib was er mal Ruhe erzählt. jetzt. Gib mal Ruhe, Rainer. Du hörst mich ja noch hier, du dummer Hurensohn. Guck, hast du mich doch nicht gemutet oder was? Ja, Wo musst du denn da jetzt kommt das hin? Schnaufen. Oh, Junge, begreifst du's nicht? Was ist Rainer denn so ist böse, er lustig? kriegt keine Mullen, Alter. Was ist denn lustig, Alter? Rainer! Rainer! Mich! Er kommt Account Nummer Wirklich, 10, mach mir Alter. besser kein Bier auf, weil ich Warum, nehme zu ey? Warum kein Bier, Schmerztabletten und wegen Alter? einem Buch Löschzwerg, du und da kann Kachbar! man eine Löschzwerg! Alkoholunverträglichkeit Sonne, bekommen, gib wenn man mal das Ruhe mischt. jetzt! Alter Erzähl nix! Schwede. Erzähl Man nimmt nix, ja Sonic! generell, trinkt generell keinen Alkohol, wenn man Ich trinke keinen Alkohol, ich bin der Jens, Rainer! Enes. Man So, Leute, trinkt ich keinen hab keinen Alkohol, Bock wenn man mehr, ich mute Tabletten mich nimmt, jetzt hier und Alter. dann kommt der nächste Account, ihr Enes. Ficker! Kleines Otterkringer, aber ich traue mich eh nicht, weil wenn ich da eine Alkoholunverträglichkeit bekomme, Alter, dann bringt sich das gar nichts mehr, wenn ich in Zukunft ein Bier trinke. Was? Kriegst du eine Alkoholunverträglichkeit? Habe ich noch Wenn nie man gehört, was das. Novalgin, das ist ein so Schmerztabletten, wenn man die mischt Ach mit Alkohol, so. dann kann man ein Unverträglichkeitssyndrom bekommen, sodass das Boah. Alkohol halt nicht mehr wirkt. Könnte ich mich ja echt, Alter, wäre mein Leben vorbei. Wenn ich das nehme, dann kann ich nie wieder besoffen werden. Es ist eine Möglichkeit, ja, dass sich so ein Toxinstoff, N-Methan, irgendeine chemische Kacke bildet und dann kann man eine Alkoholunverträglichkeit bekommen. Hä, wie kann ich dann einfach 5 Liter Wodka trinken und es passiert Nein, nichts, oder was? da kriegst du wahrscheinlich eher empfindlicher auf Alkohol, als dass du Nee, unempfindlicher wirst. bei dem wirklich nicht. Da kann sich anscheinend eine Alkoholunverträglichkeit bilden, dass man halt nicht mehr dicht wird. Kater, Morgen, Wärmegefühle, bla. Das ist eine Alkoholunverträglichkeit. Die Komisch, Verträglichkeit hört sich keine ja eher Ahnung. andersrum an, dass du halt das nicht verträgst, so. So Ja, fühlt es für eigentlich mich eine schon. Ich Unverträglichkeit habe noch an. nie gehört, dass du dann einfach 5 Liter Wodka saufen kannst. Wie? Also es gibt ja so eine Ich lese Krankheit, dass gerade du. auf Funktioniert nicht, weil du musst. alkoholiker.de. Das Problem ist, dein Alkoholspiegel im Körper macht ja trotzdem Scheiße. Also, ne, das halte ich für ein Gerücht. Also, wenn du so viel saufen kannst, wie du willst, das glaube ich nicht. Das geht ja gar nicht, weil dein Körper ja trotzdem den Alkohol im Körper hat. Ich meine, einen gewissen Alkoholspiegel hat man ja sowieso im Körper, ich glaube so 0,01 oder so. So ganz minimal, weil man halt durch Nahrung und so. Oh, Hilfe, Gott, das will mich jetzt schocken. Weil man halt durch. Angeblich sind die paar Affen nicht vor meinem Haus. Und das veröffentlicht jetzt zumindest an die Polizei, Alter. Das kann nicht sein. Weil da angeblich irgendwelche. Ach, wie heißt, ich habe den Namen vergessen. So Nahrungsmittel, die halt Durch gären, da hat man. Nahrungsmittel, genau, ja, richtig, ja, irgendwie. Wenn so irgendwas Bestimmtes ist, kann es passieren halt. Aber und der Körper braucht auch so einen gewissen minimalen Bereich von sowas. Aber wenn du zu viel Alkohol aufnimmst, dann macht dann irgendwann die Leber schlapp. Das spielt keine Rolle, ob du da eine Unverträglichkeit hast oder nicht. Ob du Alkohol ist ja jetzt, Gift. naja, ob du Da steht das auch bei zumindest in Einnahme zu hohen von. Maßen, also. Da steht So, auch. wie gesagt, minimal braucht der Körper, glaube ich, sogar irgendwie. Genauso wie der Safe. Körper auch gewisserweise Menge an Salz braucht und alles. Aber wie viel es ist, kein Plan. Ja, Steht man dann, sagt mir so. bei einer Alkoholunverträglichkeit kann es zu Symptomen wie Gesichtsstörungen oder starken Wärmebelastungen kommen. The fuck, was ist eine Gesichtsstörung? Genau das, was der Rainer im Gesicht hat, der fette Bastard. Na, Rainer, da bin ich schon wieder, Alter. Du Alter kranker Schwede. Bastard, Alter. Hagen, du Wahnsinniger. Hat er mich schon wieder Barren ausgeschmaßt, Alter? Wo sind deine Livestream-Zeiten? Kriegst kein Geld So. mehr.
kriegst kein Geld mehr, du kannst mal. Verpiss dich, Rainer. Du bist hier nicht willkommen, Rainer. Verpiss dich. Das ist unser Server. Runter von meinem Grundstück, Alter. Los, verpiss dich. Wie dumm sie eigentlich sind. Rainer, du kannst es ihnen noch eine Milliarde Mal sagen und die checken es nicht. Eine Milliarde Mal, Alter. Also ganz ehrlich. Ich bin so ein armes Würstchen. Meine Eltern haben mich verstoßen. Ich habe mit 4 Jahren schon im Wald gearbeitet, Alter. Rainer. Das Problem ist, dass er nicht Captain America ist, Rainer, sondern eher Lex Luthor. Rainer. Grüße an die Streamaufnahme auf YouTube. Ich bin der Findus. Ihr Kasper, Alter. Was muss ich überhaupt machen? Was muss ich machen? Du musst dich umbringen. Du musst auf Rudis Grab tanzen. Das ist der Vibe, Alter. Dann rotiert er wieder. Dann gibt's Grafikkartenfehler. Pipi Kaka. Bienenstücke in Brand. So. Der Rainer hat mich hier schon wieder gemutet, das heißt, ich werde mich ausloggen, dann habe ich den Account hier noch safe und dann werde ich den nächsten holen, Alter. Ihr fetten Bastard, Alter. Der gibt auch nicht auf, ne? Muss man lassen. Ich hab ihn gemutet, also der kann so lange labern, wie er will. Von mir aus kann er sich die Fresse... Von mir aus kann er sich die Fresse blutig quatschen, das interessiert mich immer noch nicht. Aber wie kommt's, dass der da jetzt so oft auf den Discord kommt? Gibt der jedes Mal Geld aus, oder? Ich habe keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Was machst du gerade in Skyrim? Was treibst du denn gerade so? Ich mach Quests. Lohnt sich Skyrim? Habe ich noch nie gezockt. Lohnt sich. Immer. Es endet immer beim Stealth Archer. Jedes Mal, egal wie man anfängt, zum Schluss machst du immer einen Stealth Archer. Was? Ach, hat das Klassen, das Game? Zum Schluss ist man immer so ein Bogenschütze halt, der im Schleichen agiert. Weil es einfach OP ist? Naja, weil es einfach so stark ist. Irgendwann, ja eben, Sneak Attacks sind einfach mal 2 schon am Anfang, mal 3 später. Aber ich habe schon 4 oder 5 Mal angefangen, habe jedes Mal wollte ich irgendeinen Zweihänder skillen oder sowas und jedes Mal bin ich beim Bogen gelandet. Ja, ich skill den Bogen eigentlich nur mit. Warte mal, kann ich irgendwie Feuer einsetzen gerade? Magie, ich habe ja keine Accounts mehr. Ich habe mich gerade angeschrieben. Ja, schön wär's, Alter. Pipi Kaka. Rainer, du fette Sau, Alter. Rainer Winkler, die Nazi-Sau. Ja, wieso, bist du wo Nazi? Ist er denn? Hat er keine Accounts mehr? Du bist Rainer, erzähl mir nix. Wir wissen alle Bescheid. Wir wissen alle Bescheid, Rainer. Brauchst uns nichts vorspielen. Ich hab mir geschrieben, du bist aber in der rechten Vereinigung. Keine Ahnung. Rechte Vereinigung Emskirchen, Alter. Erzähl uns nix. Hä? Du okay. Nazi-Sau. Der Rudi, der hat dich da eingeschleust. Ich weiß doch. Schon als kleines Kind musstest du am Wald arbeiten, damit... Hör auf zu lutschen. Ist echt so, Alter, scheiß Mulle. Hör auf zu lutschen hier. Hier wird nicht gelutscht. Schickt uns alle Fußbilder, ihr Wichser, Alter. Rudi rotiert. Los, bann mich. Rainer, bitte. Das wäre mein, keine Ahnung, mein 12. Account. Leute, Feuer, was ist denn los hier schon wieder? Bestimmt nicht Zerstörung, ist das doch bestimmt. Ach, reinstes Kino, Alter. Reinstes Kino. Moin, willkommen zum Rainer Winkler Kino. Wie kann ich Ihnen helfen? Führt ein Oger einen Monolog? Oger führt einen Monolog, Leute. Seid ihr so ruhig? Einer. Ja, da bist du ja schon wieder, Alter. Da ist er schon wieder, Alter. Die Sache ist halt auch beim Bogen und so, ne? Du kannst beim Schleichen meine ich. Du kannst halt beim Schleichen auch hergehen und einen. Schleichen, ne? Wie sagt man? Ich schleiche auf Rudis Grab, Alter. Eigen, du Wahnsinniger, Alter. So, jetzt gehe ich wieder raus mit dem Account. Halt Schleichen auch einfach da kommt der nächste, meine Freunde. Ihr kennt das Spiel. Die nächste Runde geht rückwärts. Den Dolch. Erfolg ist auch mega stark. Gibt, glaube ich, dann mal 15 Multiplikator. Ja, die Sache ist halt beim Dolch, du kannst da einfach hergehen. Ich bin sogar Level aufstiegen, nice. Beim Dolch ist halt die Sache, du kannst es halt echt einfach leveln. Du holst dir einfach so einen ganz billigen Dolch, den kannst du ganz am Anfang direkt schmieden im ersten Gebiet, im ersten Dorf. Und dann spielst du halt bis zu Arngeier, also bis zu den Graubärden. Bei den Graubärden. Rainer, du Nazi-Sau! Rainer, du fette Nazi-Sau, halt die Fresse! Und komm, bann mich einfach mal, du fette Sau!
Reiner du Nazi-Sau! Reiner du Nazi-Sau! Einfach hinstellen und bist einfach, wenn die Dollar beten und so, haust dann einfach so auf den Dolch hinten auf dem Rücken und auf dem Arsch, dass du die, halt die Fresse, Reiner! Reiner, halt die Fresse jetzt! Guck, da ist er komplett verwirrt! Der muss sich auf meine Stimme konzentrieren, weil ich ihn anschreite, Fettoga! Kannst du instant Level 100 werden im Schleichen. Hier, also, dauert halt ein bisschen am Anfang. Man muss halt nur aufpassen, dass in dem Moment, wenn man auf den seinen Rücken draufhaut, kein anderer reinkommt. Und man muss aufpassen, dass er, wenn man ihn ein paar Mal getroffen hat, dann rutscht er immer weiter nach vorne. Und irgendwann steht er auf und dann rutscht er noch weiter nach vorne und irgendwann dreht er sich einfach um und setzt sich wieder hin. Wie kann ich euch helfen? Und am Anfang ist es halt so, Leute, wichst dir nett. Wie sagt man? Am Anfang ist es halt so, dass du relativ wenig. Er seufzt schon. Der weint gleich. Wenig hört Schaden machst. Aber irgendwann magst du halt richtig viel Schaden. Rainer, gib mal Ruhe. Wenn du irgendwann richtig viel Schaden machst, dann musst Ruhe, du halt darauf achten, dass du. Ruhe, wenn du die gekillt hast, du hast ja mit Tee, kannst du einfach eine Stunde oder was warten. Oder wie? Nein. Und dann wartest du halt einfach eine Stunde Rummel. Und kannst hergehen. Weiß ich nicht, ich hab drei Accounts. Tu was dafür. Was? Tu was dafür. Los. Und dann Schrein kannst du halt einfach hergehen und kannst den, Ach komm. Na? Leute, ihr kennt das Spiel, Accountwechsel, kleiner Mensch. Kannst du einfach, kannst du einfach eine Stunde warten und wenn du eine Stunde gewartet hast, dann ist er halt wieder full life. Ne? Oder was? Rudi tot der AIDS. Und man steht aber halt dann immer noch darum, weil die halt, die beten halt fast den ganzen Tag. So, weißt du schon, ob du zu den Nordmännern oder wie die heißen, helfen wirst oder zum Imperium? Gibt's ja diese zwei Fraktionen. Eigentlich helfe ich weder der einen noch der anderen gerne. Das sind beides auf ihre Art und Weise, sind es beides Idioten. Ich habe noch nie dem Imperium geholfen, aber ich lade mir jetzt Skyrim runter und mache im Imperium Run. Jetzt irgendwie so Bock auf den Scheiß. Ja, da sind die Sturmmäntel. Ich kann das den ganzen Abend machen, Rainer, genau. Du dicke Sau. Du hörst mich immer wieder, du kannst mich nicht instant muten. Du kannst mir helfen, die Sturmmäntel sind auch nicht sonderlich viel besser. Rainer, konzentrier dich auf mich. Hier spielt die Musik. Rainer, hallo. Mach auf, Rainer. Ja, versuch immer. Die kaiserlichen, oder waren die kaiserlichen Rassisten? Hören Sie die Sturmmäntel sind dieses, also alles reicht in Nords und so ein Scheiß. Ja, ja. Es sind halt alles, die sind auf ihre Art und Weise, sind die alles Rassisten. Also das ist halt ein lächerlicher Scheiß, daran weißt du. Alter. Pipi Kaka. Schnauf. Schnauf, ich bin der überhebliche Drache, ich stehe über euch allen. Wie gehört der Server hier? Die zahlen mir allen Geld. Und wisst ihr was? Ihr zieht das Geld sogar zurück. Spielt es keine Rolle, wo du anfängst. So, ich werde jetzt den Raum hier fluten, die spielen alle lediglich in verschiedenen Gebieten. Gleich mit sich also selbst. Im ersten Teil war Morrowind der erste? Ich weiß es jetzt gar nicht. Arena. Ich wollte ja Skyrim. Und auf jeden Fall spielt halt alles in anderen Gebieten. Also es gibt halt den Morrowind-Teil, es gibt den Elsweyr und so weiter und so fort. Das sind aber halt alles in sich abgeschlossene Stile und Geschichten. Dann gibt es halt noch Oblivion. Der war auch nicht schlecht, aber ich persönlich bevorzuge eigentlich eher sowas wie... wie sagt man? Ich bevorzuge eher sowas wie die Elder Scrolls, Skyrim halt, weil es ist einfach besser. Du kannst dir auch theoretisch den Online-Teil holen, also so ist nicht. Bei Oblivion, da scalen halt die Monster mit dir mit. Also wenn du Level 2 wirst, werden alle Monster rund um dich auch einen Level höher. Das ist aber halt völlig Skyrim sinnlos. Auch. Bei Skyrim auch, deswegen. Ich glaube, in Skyrim. Bei Skyrim nicht, bei Skyrim nicht. Doch, nicht? Doch, die sind leveln alle mit. Schon gedacht. Am Anfang, hast du ja so Monster wie den normalen Drachen, der heißt halt nur normaler Drache und später heißt er dann eben Eisdrache und so weiter und so fort. Das ist dann halt ein anderer Drache, aber es ist nicht. Nee, was seid ihr denn alle hier am Lutschen, Alter? Unterhaltet bis euch doch zu einem gewissen geben. Grad sind sie alle, bis zu einem gewissen Grad leveln sie mit, aber halt nicht alle, ne? Also. Rainer, du fette Nazi-Sau! Rainer, du fette Nazi-Sau! Ich komm immer wieder, du kannst nichts machen, bitte? Alter! Pipi Kaka, Rudi rotiert! Ja komm, red mit mir, du fette Sau! Ich lass dich nicht ausreden, guck die Wollrede mit dir, ich schenk dir Aufmerksamkeit! Hör auf zu lutschen! Rainer! Auf zu lutschen, Alter! Hör auf zu lutschen! Wie sie mal zucken, wie sie mal zucken! Rainer! 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 Aber das passiert ja jeden! Rainer! Herr Winkler, ich bin wieder da, Herr Winkler. Schon schwierig, ich gerade Winkler, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Herr Winkler. Winkler. Was hast du gemacht? Rudi rotiert. Pipi Kaka. Ah, nee. Schott, mit Rudis Luger, Alter. Ist weg. Rudi, geh einfach raus. Völlig obvious. Bitte? Geh einfach raus, ersparen zu. Wenn alle durcheinander reden, verstehe ich niemanden. Du sollst offline gehen, du Kaspar. Oh, die Mulle ist weg. Das ist gut. Du sollst offline gehen. Ah, die Mulle ist weg. Optimal. Sie gebannt? Keine Ahnung. Mir wäre sagen, ob die Mulle gebannt wurde? Ihr Kaspar. Oh Mann.
Ah, Schnaufen, überhebliche Schnaufen, wie man wenn sich ihr euch nervt, nicht nur den Anfang, ne? Rechtsklick auf ihn ja, drauf. Aber da kommt er immer wieder, ich glaube, ich gehe einfach. Bitte muten, Alter. Naja, ich in den Raum, wo man ich kann nichts anderes machen, als die Account zu muten, weil wenn ich ihm banne, passiert ja nichts. Ihr habt doch euren Gamer-Bereich. Habt ihr doch. Da kommt er ja nicht rein, im Normalfall, außer dem Gamer. Nee, ich komme nicht in den Gamer-Bereich, oder Hoffnung. Wie kommen wir da rein? Nee, ich komme da nicht rein, keine Chance. Da braucht ihr den Gamer rein, ja, soll ich ihn dir geben? Ich komme mit dem nächsten Account wieder, bis gleich. Er kommt doch, also kommt doch auch locker in den Gamer-Raum rein, oder? Ich weiß nicht. Sag das doch nicht, Alter. Ich komm in den Gamer-Raum wieder. Kommen nur Leute rein, die den Gamer-Raum haben. Also ohne Gamer-Raum kommst du da nicht vorwärts. Und den kann man nur von dir bekommen, oder? Ja. Von den Mods geht auch. Hilfe, scheiß Gag. Ja, was sind da so die Anforderungen? Okay, danke dir. Oder muss man einfach nur fragen? Einfach nur fragen. Mit's noch, oder was? Ja, gerne, klar. Also ich würde auch nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen. Aber in dem Gamer-Raum wird nur gegamed, ne? Das ist nur ein Rückzugspunkt für Gamer. Fix. Ja? Und wer würde den jetzt noch haben? Ich, ganz unten. Ja, ich auch gerne, Flix. In den Gamer-Raum kommen nur Leute rein, die Gamer-Rang haben, wenn sie gerne mal nachkommen. Das wird auch regelmäßig überprüft, ne? Danke. Also am besten ja, auch Rainer, mach doch Kontrollen, schreib doch einen Roman drüber, Rainer. Schreib einen Roman drüber. Im Gegensatz zu dir kann ich schreiben. Nee, kannst du nicht, Alter. Du hast LRS, Mann. Ja, Junge, aber im Gegensatz zu dir brauche ich nicht jedes Mal meine Schule wiederholen, weil du bist anscheinend in der Schule. Ja. Also ganz ehrlich. Ich mir auch noch einen geben, bitte, weil dann kann man in Räume gehen, wo nicht immer 100 Leute joinen. Ja, hier können auch keine 100 schwer, ja. Hier können auch keine 100 joinen und der Gamer-Bereich ist nur für Gamer. Ne? Gut, das bin ich ja fix. Ja, also nur für Gaming halt auch sein, ne? Also halt irgendwie bist du gleich wieder am Heulschreien, kleine Heulsuße. Bist du gleich wieder am Heulschreien? Erzähl mir, komm, ich warte. Warum sollte ich heulen? Bann mich, und bann mich. Junge, ich finde dich gerade echt lächerlich. Keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen bei Du bist dumm. Du bist dumm, Alter. Ja, Leute, habt ihr den Konter gehört? Rainer könnte Battle-Rapper werden, die fette Sau. Du fette Ogersau, Alter. Vor allem, der findet das halt auch noch witzig. Nazi-Sau. Ne? So. Nazi-Sau und Rainer Winkler, Alter. Ich denke mir bei eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Gar nichts. Reuner. Wie ist es eigentlich mit diesem Server-Boost? Wenn man auf das Level nächste Level boostet, hat man dann die Möglichkeit, hier auch seine Games zu streamen hier im Discord? Nee, hat man eigentlich nicht. Okay, weil das steht da irgendwie, wenn man das boostet. Also hier irgendwie, wenn sein Gameplay-Stream geht nicht, oder was, wenn man sich unterhält? Nee, weil ich keine Streams auf dem Server zulassen möchte. Ja, nee, okay, ich verstehe schon, weil viele dann irgendeinen Scheiß dann streamen. Nee. Es geht gar nicht unbedingt ums Streamen. Ich möchte es einfach nicht. Es geht gar nicht darum, dass irgendjemand Scheiße streamt. Okay. Nee. Okay. Manche Leute müssen echt unfassbar Freizeit haben. Von dir selbst, du arbeitsloser Bastard? Redest kann du ja von nicht dir jeder so viel Rainer? Zeit haben wie du, Alter. Ist echt so, arbeitet. Nur am Wusel, du machst gar nichts. Also so viel Zeit, dass ich mir tausende Accounts mache, hab ich das nicht. Alter, hör doch auf, Alter, es hat doch keinen Zweck. Ach ja, ganz ehrlich, ihr redet davon, dass ich anscheinend jetzt so viel Zeit habe. Aber so viel Zeit wie ihr, habe ich auf jeden Fall nicht. Und trotzdem habe ich Zeit, dich zu nerven, Rainer. Stell dir das vor. Genau, dann hast du keinen anständigen Job. Und du arbeitest nicht! Hast du keinen anständigen Job, wenn du anscheinend ja nur Scheiße bauen kannst. Also ich habe in meiner Freizeit Besseres vor. Es ist Feierabend und morgen ist Freitag. Ja, und weiter, dann such mir nicht Sinn, das zu arbeiten. Also ganz ehrlich, Junge. Wenn ich eine Milliarde Accounts von euch bannen muss, eigentlich ist es mir schon zu blöd, die überhaupt zu bannen, Alter. Allein das ist mir schon zu viel Arbeit eigentlich. Ja, ist halt schon ein bisschen nervig, dass die da die ganze Zeit. Wird halt einfach muten.
Mache ich ja die ganze Zeit eigentlich auch zwischendurch. Aber sobald ich die gemutet habe, disconnecten sie und schauen wieder neu, damit sie wieder neu auf den Sack gehen können, weil sie irgendwie tausende Accounts haben, weil die irgendwie in ihrem Leben nichts Besseres zu tun haben, als sich ständig einen neuen Account zu machen. Und Judenschwein Rainer redet wieder. Ja, hör. Also das ist genau das Problem halt daran. Ja, es ist halt das Problem, weil der Lutscher hat nichts Besseres zu tun hat in seinem Leben, als hier nur Scheiße zu bauen. Aber haben sie sich da reingehackt oder was? Ich verstehe. Nein, ich sehe es ein, ich wollte mich entschuldigen. Das interessiert auch nicht wirklich, was sie da machen. Kann ich mich entschuldigen? Okay. Macht ihr einfach auch ganz viele Accounts, füll den Raum hier. Warum sollte ich? Wir können es auch anders machen. Wir können so machen, dass keiner mehr reinkommt. Habe ich gerade getan. Den Raum auf eine Größe gemacht, in der, die wir jetzt aktuell überschreiten. Ah, jetzt ist und das heißt, der kommt auch nicht mehr rein. Ah. Solange bis irgendjemand anderes disconnected hat. Ach, das ist halt einfach der reinste Kindergarten halt, weißt du. Und ich finde es halt lächerlich, auch traurig, dass die dann immer so, das Geilste ist halt, die sind halt so von sich selbst überzeugt mit diesem Kindergarten, dass man jedes Mal eigentlich nur den Kopf schütteln kann und traurig sein kann, weil die so dumm sind. Ja, soll jetzt schade, dass man wegen Spaß da jetzt den Raum kleiner machen muss, ist schon, keine Ahnung. Schade irgendwie. Vor allem, er schreit ja einfach nur irgendeinen Blödsinn rein. Ist ja nicht so, dass er sich da irgendwie groß was. Naja, der Typ kann halt auch nichts machen, ne? Der hat halt nichts im Hirn und hat da sonst nichts und. Ja, ich meine, er macht sich über mich lustig, dass ich zu viel Freizeit habe. Er macht sich darüber lustig, dass ich arbeitslos bin. Behauptet, er hätte einen, was weiß ich, wie großen Job. Und trotzdem kommen da halt nicht vorwärts. Ach, das ist mir so scheißegal, aber deshalb. Das interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig, ob der so einen Job hat oder nicht. Was will ich damit auch? Ich meine, so oder so, es spielt keine Rolle letzten Endes. Ist Skyrim eigentlich immer noch genauso, wie als es rauskam? Oder gab es jetzt ewig viele DLCs und Addons oder so? Ein paar DLCs gab es, aber es gibt eine Special-Variante. Okay, weil zum Beispiel dieses Haus bauen und alles, gab es damals, als ich das gespielt habe, glaube ich, gab es. Doch, ich glaube, eines konnte man bauen, ich bin mir aber gerade selber nicht sicher. Oder konnte man das, weil ich glaube, ich habe es nicht fertig gespielt, konnte man das erst bauen, nachdem man die Story abgeschlossen hat? Nee, du musst nach, wie heißt das blöde Gebiet? Ich habe den Namen vergessen. Du musst nach Ding gehen, nach Falkenring. Und in Falkenring kannst du dann, in Falkenring kannst du dann ein Haus machen. Kannst du ein Haus holen? Muss ich mir direkt mal wieder runterladen. Ich muss meinen Waffenskill wohl mal ein bisschen erhöhen langsam. Ich kann mich erinnern, da gab es mal eine Quest, da musste man für den NPC in seinem Haus so Goblins abschlachten, weil die das irgendwie ihn da belästigt haben und die haben immer also wieder gerespawnt quasi, also sind immer wieder aufgetaucht und man konnte da endlos skillen, weil die halt sofort nachdem sie gestorben sind wieder aufgetaucht sind in dem Haus. Man kann die Skyrim-Mechaniken gerne an ein paar Stellen ausnutzen. Zum Beispiel kann man auch Verkäufern so einen Korb über den Kopf legen, kann man einfach alles im Laden stehlen. Okay, krass. Also einen Korb nehmen und ihm auf den Kopf legen. Ah ja. Oder auch eine Vase oder irgendein Rundgefäß kann man einfach den Anbesitzern über den Kopf drüber. Wenn's, ich glaube, mit der Maustaste war es, ich weiß nicht mehr, kann man da die Gegenstände festhalten und halt drehen und okay. Sowas.
kann man sich ihn einfach über dem Kopf legen und dann sieht er nichts mehr halt und kann ihn alle stehlen und dann wieder zu, an ihn zurückverkaufen. Ja, naja, gut, das kannst du, wenn's da, wenn dein Schleichskill hoch genug ist, kannst du das auch machen, ohne dass du irgendwas auf den Kopf packst. Auch. Weiß nicht, aus Skyrim, wo man übelst skillen konnte, indem man einfach nur die ganze Zeit hüpft. So, mal sehen. Zerstörung. Wie fandest du eigentlich World of Warcraft Drache? Das hast du doch, glaube ich, auch eine Zeit lang gezockt, oder? WoW. Ich habe ziemlich viele Games im Laufe meines Lebens gezockt. Ja. Wie fandest du World of Warcraft? Welche Klasse hast du da so gezockt? Ich habe alles Mögliche gezockt. Okay. Hä? Ist mein Zauber zu schwach dafür, oder? Ach, meine Magie ist zu schwach, lol. So, das waren alle drei. Voll komisch, wenn jemand oben in diesen Pickel für alle Raum joint, dann höre ich das auch, dieses Bling. Jo, ich gehe mal auch hoch, Captain, ne? Macht's gut, vielleicht bis später. Viel Erfolg, ciao. Ciao, ciao. Sondern habe ich es wahrscheinlich gehört, weil der erste vorher rausgegangen ist aus dem Raum. Wahrscheinlich. Naja, ist auf jeden Fall hart lächerlich bei ihr im Kindergarten immer. Muss er das so abziehen? Ja, ist halt nicht so witzig, wenn man irgendwie reingeht und dann schreibt man, ja, Arschloch, Arschloch und das war's, keine Ahnung. Selbst wenn ich mich jetzt hineinversetze in einen, der dich haten möchte oder so, gibt's ja immer noch lustigere Sachen oder keine Ahnung machen könnte, als hier reinzukommen und Arschloch, Arschloch zu schreien und das war's. Wo ist denn da, ist ja nichts dahinter. Ja nicht, das bringt niemanden irgendwas. Ziemlich kindisch, ja. Das sind die Hater eben. Ich verstehe halt nicht, die haben jetzt 2 Tage rumgeheult, weil du nicht kommst, jetzt bist du da und jetzt wollen sie dich wieder verscheuchen. Weil die Hater unzufrieden mit ihrem Leben sind. Das spielt keine Rolle, was die Hater immer alles glauben. 2 Tage lang, wo ist der Drache, wo ist der Drache? Naja. So sind sie eben. Das hat aber einen Vorteil. Welchen denn? Naja, jetzt zum Beispiel posten sie die ganze Zeit und schreiben die ganze Zeit in die Chats rein. Und der Vorteil daran ist, ich sehe es und kann die Räume anpassen, was das... was die Schreibdauer angeht. Jetzt kann man bis alle 5 Minuten schreiben zum Beispiel. Genau, mach einfach 5 Minuten rein. Ja, weil die posten rein, ne?
und lösche es sofort wieder, damit ich nichts machen kann. Gut, dann sieht es eh keiner. Eigentlich eh wurscht. Ich glaube, denen alles sehr, sehr langweilig. Das ist ihr Leben. Kerze bringe ich zurück, optional. Sprich mit Vax, dem... ich denke, ich kann sie bringen, auch zurückgehen. Ach so, warte, das geht jetzt gerade nicht, ne? Weil ich ja gerade im Ding bin. Ugh, nervig. Hm.